Hallo und herzlich willkommen zu Kilgore Street Magic. Ja, ich habe mir lange überlegt, was ich als 30 Abonnenten Special nehme. Und deswegen auch in letzter Zeit keine Videos hochgeladen. Erstmal danke für 30 Abonnenten. Ich hätte nie gedacht, dass ich 30 Abonnenten auf YouTube schaffe. Aber bevor ich euch weiter zutexte mit Dankeschön, kommen wir zum eigentlichen Special bzw. zum Trick. Ich führe einen Kartentrick vor. Er ist nicht so schwer, also ich würde sagen, er ist mittelschwer. Man muss sich halt viel merken können. Die Griffe sind eigentlich relativ einfach, mit ein bisschen Übung schafft man das auch. So, ich habe hier ein Kartenspiel. Also schaut sich irgendeine Karte aus. Das ist die. Legt mal oben drauf und er darf irgendwo abheben und die Karte ist verschwunden. Irgendwo im Deck. Jetzt kann man die Karte erkennen, es glättet so ein bisschen, durch Fingerabdrücke. Wenn man da halt ein bisschen guckt. Na, da ist auch nichts. Da vielleicht auch nicht. Oh, was ist das? Die habe ich aber nicht reingelegt. Ist das vielleicht deine Karte? Ja? Ist ja komisch. Ja, wir machen das ganz normal. Wir mischen Karten am besten normal. So. Und jetzt darfst du einfach mal irgendwie Stopp sagen. Stopp. Nehmen wir die Karte. Die mischen wir irgendwo ins Deck. Diesmal darfst du auch mischen, Englisch der Zuschauer. So, wir versuchen das nochmal. Also man kann die Karte so erkennen durch Fingerabdrücke. Und ja, eigentlich wollte ich ja zweites, dass es eine blaue Karte wird. Aber hier ist gar keine blaue Karte. Aber Moment, hier haben wir noch eine blaue Karte. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Trick. Man sucht sich irgendeine Karte aus deinem Hauptspiel raus. Halt. In diesem Fall habe ich die Bube Herz. Und aus einem anderen Spiel, was halt andersfarbig ist, genau die gleiche Karte aus. Jetzt haben wir diese rote und diese blaue. Beides Bube Herz. Erst kommt die blaue. Dann kommt die rote Bube Herz und dann kommt das ganze Spiel drauf. Fertig seid ihr mit dem Trick. Ein Zuschauer zieht irgendeine Karte. In diesem Falle ist es mal na, die 5 Pik. Die kommt oben drauf. Der Zuschauer darf irgendwo abheben. Und jetzt, hier ist die blaue. Packt ihr das ganze Deck hier drauf. Und die blaue liegt jetzt genau über der Gegend. Jetzt sucht ihr das und ihr könnt irgendeine Geschichte erzählen, übernimmt die ich hatte oder halt die eigene. Am besten ist natürlich die eigene. Das ist jetzt auch alles spontan mit der Geschichte. Halt, ihr sucht diese Karte, bis ihr die blaue findet. Packt diesen ganzen Stapel, weil ja hier die Karte ist, unten hin. Jetzt habt ihr hier die Karte und hier die Karte. Und da ist die Zuschauerkarte. So. Jetzt nehmt ihr einfach zwei Karten auf und zeigt die Zuschauerkarte. Das sind zwei. Wie ihr das macht, ist einfach ihr rascht einmal hier durch. So. Und nehmt dann die Karten, diese beiden, auf. So. Jetzt zeigt ihr das halt dem Zuschauer, diese beiden Karten als eine. Legt sie wieder herauf und nehmt nur die blaue ab. So, und packt sie hin. Das darf der Zuschauer natürlich nicht sehen. Jetzt mischt ihr das Kartenspiel. Dafür müsst ihr falsch mischen. Ihr mischt halt ganz normal, so wie ihr es kennt, bis auf die letzte Karte. Die nehmt ihr einzeln so, damit ihr diese Karte habt. Okay. Dann darf der Zuschauer irgendwann Stopp sagen. Da ist schon das zweite Geheimnis. Hier so die Karten drauflegen.
hier die Finger drauf, hier den Daumen auf. Jetzt darf er irgendwo stoppen. Stopp. Jetzt den Daumen runter. Und jetzt achtet drauf. Wenn man diesen Stapel hier rauszieht. Und kann dann dem Zuschauer diese Karte präsentieren. Ich kann es nochmal zeigen. So. Und zack, hat man die Karte. Mach's nochmal ein bisschen schneller. Zack, hat man die Karte. Okay. Jetzt hat er diese Karte. Und hier ist dann die Karte des Zuschauers. Jetzt könnt ihr euch die Geschichte eigentlich schon denken. Der Zuschauer darf auch nochmal mischen, wenn er möchte. Man kann sich halt entweder ans Fingerabdruck nochmal halten oder halt die blaue Karte. Dass man diesen Trick halt nochmal versucht, weil er irgendwie schief gegangen ist. Man findet aber keine blaue. Doch hier ist noch eine blaue und das ist dann die gewählte Karte des Zuschauers. Ja, das war's zu dem Trick. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, schreibt es in die Kommentare. Also nicht gleich einen Daumen nach unten, wenn ihr irgendwas bemängelt oder so in diesem Video. Schreibt es wirklich in die Kommentare und gebt nicht gleich einen Daumen nach unten. Ich kann mich nicht verbessern, wenn ihr mir nicht unten in die Kommentare reinschreibt, was euch nicht gefällt an diesem Video. Beziehungsweise ihr könnt mir auch eine persönliche Nachricht schicken. Ihr müsst mir sagen, was euch an diesem Video nicht gefällt. So, das war's dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.